Okay. Du musst reinstecken. Hallo zusammen wieder, da sind wir wieder. Licht an. Ich mal drehe jetzt was. Wo ist denn hingeschmissen? Alter. Na hier. Da. Ja. Der Rob muss sich noch einstecken. Verbinden. Kommunikativ. Bist du Ja. kommunikativ unterwegs? Sehr gut. So. So, wir haben auch wir haben die Umfrage ja gemacht, irgendwie haben wir uns entschieden und wussten nicht so richtig und halbherzig und doch nicht. Und Es hat doch noch nachher geklappt. also wir haben uns überlegt, ja komm, also Russe war gewünscht, vielleicht müssen wir gucken, was die Zeit noch sagt, wie viel Lust, ob wir nochmal Russen fahren Können wir oder noch nicht fahren? und gucken wir dann mal. Und wir fahren Baureihe 145 von Virtual Railroads. Virtual Rails, genau, VR-Line. VR2SO. Expert. Expert Nur Line, für die Expert Experten. Und Line, darum genau. fährt der Thomas das Genau, heute. richtig. Ich will 45 fahren, Runde. Mit dem Güterzug fahren wir. Das ist, was ich kann. Denke ich manchmal. Mehr schlechter Rätsel. Und dann legen wir auch mal los, die Aufgabe. KLV 81833 nach Würzburg. Hallo. Du übernimmst heute in Jüterbog den KLV 81833 Richtung Würzburg bis Bitterfeld. Dort bist du abgelöst. Rüste jetzt deine Lok auf, vorderer Bügel, schalte PCB Zugart M ein, LZB und SIFER ein und wähle Bremsstellung G. Der Fahrensender Wittenberg wird sich gleich mit dir in Verbindung setzen. Gute Fahrt. Dann schauen wir mal. Du musst ja ein bisschen kurz noch ein bisschen helfen mit den Ja. Tastenkombis, mit dem Bügel, weiß ich nicht mehr gar nicht so. Bremsstellung weiß ich nicht, wie das verstellt. Ja. Bremsstellung, nee, hinten am Dings war das noch. Ja, Wir kann man kriegen's auch hin. irgendeine Tastenkombination irgendwie. Lock ist aus. Oh Gott, ich Soll habe ich jetzt Angst. sagen? Lass dem Chat denn nur das sagen. Chat soll das rausfinden, Bremsstellung. Muss man kann man bestätigen, 0. Also wenn ihr im Chat wisst, wie man die Schnellbremsstellung. Bremsstellung. Ah ja, Steuerung Shift Ö. Warte mal, Schnellbremsung. Störung. Steuerung Shift Ö. Steuerung Shift Ö. Achso, wir müssen ja Der einstellen. FD Wittenberg hier, hallo. Dein Kollege hat den KLV schon vor ein paar Stunden hier abgestellt und für dich soweit klar gemacht, dass du da wahrscheinlich für heute nur bis Bitterfeld kommst, da wir in Halle in deinem Plan keinen Halt vorgesehen haben. Was Zugüberholungen angeht, sind auch ein paar vorgesehen, und zwar in Pratau. Deshalb ist es wichtig, dass du da unterwegs möglichst keine Zeit verlierst und um etwa 15:22 Uhr in Pratau bist. Okay. Ausfahrt hast du dann hier, nachdem der ICE 1513 und der RE 3349 durch sind. Hinter dem Regionalexpress wirst du dann bis Wittenberg fahren. Rechne also mit ein paar Bremsmanövern und roten Signalen. Und natürlich auch auf die LZB, ist ganz wichtig. Und wenn dann das Zwergsignal vor dir auf Fahrt zeigt, fahr bitte noch nicht los, sondern warte erst noch auf meine Bestätigung. Alles klar, der Okay. FDL Ende. Ja, da haben sie eine kleine Anweisung gegeben hier, hat schon ein bisschen erzählt, so. Grinsen bei LZB war. Was hat er vor? Sollst du Gut. LZB einschalten? LZB, ja, alles, ne? SIFA, Okay, PZB, also LZB Steuerung ein. 6, 7, 8. Auf jeden Fall. Na, stellen wir Nee, den erstmal hin. Shift 7, 8. Erstmal hier. Ah, Batterie, warte. Was ist hier eingeschaltet? Hast du die richtige Batterie aus. Bremsstellung eingeschaltet? Ja. Okay. Batterie ein. Dann kannst du Shift 7, 8. Also musst du den richtigen Schalter erstmal verlegen. So jetzt. Aber an das Moped. Mal alles Moped. Das ist ein Moped. Dann Hat der musst du ICE erst schon? ein Hatte ich doch noch nicht. sein vorgewählt. Ja, eigentlich war vorne einer. Schiff E. Stromnehmer ist 2. Wir fahren Richtung. Ah. Shift Ö. Ja, der aber nicht. Die sollte ja eigentlich schon aufgerüstet sein. Das ist schon krass. Nee. Beide nieder. Nummer 1. Ah, jetzt. Ah, sehr schön. Ich brauche nicht mehr dran. Hauptschalter.
Eingeschaltet. Nee, nee, P. Komm schon, P war. Und mittlere Zugrate mal einstellen. Also, Shift 7, 8. Über. Ja. Also, Zugbeeinflussung. Steuerung 8. Warte. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Mittlere, ne? Ja. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. Zugbeeinflussung. Oh, hä? Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. M, jetzt. Ja. Zug hat M. Ja, wir sollen ja eh noch nicht losfahren, hat er ja gesagt. Erst wenn er sagt. Erst wenn er sagt. AFB brauchen wir? Nee. Mach so. Ja, wenn du willst. Du bist ja der. Ach nee, das kann ich auch. Gut. Wenn du möchtest. Oh, ein bisschen was zu tun. Was ist damit? Da ist noch eine Flasche drin. Dann nimm die doch. Nimm die auch. Das war ein LTB. Ich fahre mal. Ich weiß nicht. Nee, in der Beschreibung stand Zug AP. Oder G. Ich weiß nicht, ich hab's auch nicht mehr genau. Ja? Kann ich das so ändern? Warte mal, nee, Steuerung Shift Ö war das noch. Steuerung Shift Ö. Richtungsschalter in. Und Schnellbremse oder was? Ne, du musst Schnellbremse machen. Störung. Ja. Und jetzt Steuerung Shift Ö. Oh ne, das ist schneller. Nur Stillstand. Ja, wir stehen ja. So, die haben wir. Okay. Das ist perfekt. Ne, Witz ist im Bordbistro. Im imaginären Bordbistro. Ja, ja, aber ich bin trotzdem da. Ich mach Regie, ich guck mal auf dem anderen Bildschirm, ich lieg mal auf der Couch. So, LTB ist ein, SIFA ist ein, PCB haben wir ein, Bremsstellung G vorgebielt, Richtungsschalter vorwärts, Bremse ist gelöst, Zusatzbremse ist angelegt. So. Andere sind für LTB auslassen. Ja, ich würde die LTB ja auch auslassen auf der Strecke. Kannst du I drücken? Brauchst du ja nicht. Dann sind die Instrumente beleuchtet. Ah ja. Sieht man. Ja. Ja, also die Mehrheit ist für LZB aus. Du bist ja Profi. Ja, wir lesen den Chat nebenbei. Ja, ich würde die LZB auf der Strecke auch auflassen. Keine Ahnung. Ja, ich lese den Chat bei Hitbox. Sie liest alles. Bei Hitbox den Chat lese ich. Kommt alle zur Hitbox. Da und ist wenn die Aftershow-Party. Aftershow-Party? Ich denke, aber die, das ist egal, ob die Strecke mit LZB ist, die nutzt hier nichts, weil du das System ist hier verbaut und. Eigentlich verlassen sie aus. Nein, lass sie an. Warum? Hey, aus. Ist doch schön. Okay, dann einmal abfahren bitte. Bis zum Hauptsignal mit Schrittgeschwindigkeit. Sobald Shift das 6. dann HP1 zeigt, darfst du auf entsprechende Streckengeschwindigkeit beschleunigen. Alles klar, eine gute Fahrt wünsche ich dir. Bis dann der FDL Ende. Streckengeschwindigkeit und Güterzug. Wo ist ja die Streckengeschwindigkeit für Güterzüge? Jetzt geht's los. Ja, Udo. Udo, fahr ab. Alter, lass alles machen, was geht hier. Zieh an. Güterzug kannst du auch sagen, zieh an, dann macht er so. Das ist so geil. Das ist so geil am Güterzug. Aber mit LZB ist die Chance nicht so hoch, dass ich den Zwangsbomben kriege. Kriegst du sowieso nicht. Warum? Wer sagt das? Dann hast du die jetzt aus, oder was? Ja. Ja, ist doch gut. Soll ja auch. Wollen wir alle. Alle im Chat wollen, dass du die ausmachst. Ja. Außer der Norman. Der die wahrscheinlich mit LZB getestet. Norman will an, oder was? Der die wahrscheinlich mit LZB getestet. Aber nee, Thomas fährt in echt nicht die 145. Doch. Habt ihr gar nicht? Ja, manchmal mal eine Leihweise. Ja, gutes Boot. Geleased. Aber das Szenario ist lauter voll mit Abbremsungen. Naja, dann haben wir was zu tun. Yeah. Dann hast du. Ich hol schon mal den Norm, Zweiten. Das ist dein Szenario. Guck genau zu, was wir mal, oder was der Thomas macht. Ohne LZB. Ohne LZB, wir fahren ohne LZB. Kannst du mal richtig anschreien? Ja, du darfst jetzt Caps Lock schreiben. Der Mobot wird dich auch nicht kicken.
Ich hol schon mal die zweite Flasche Eierlikör aus dem Keller. Ist auch richtig so. Warum? Mach die Tür mal auf. Kannst du die Tür aufmachen, weißt du? Boah, dann wird auch lauter. Fenster auch, glaube ich. Bei Fenster kannst du auch. Ja, dann wird es auch lauter. Ja. Oh, gut. Cool. Da hat der Herr Früchtel dran gedacht. Ja. Was besser, Berlin-Leipzig oder Koblenz-Trier? Ich mag die gar nicht vergleichen miteinander. Die haben irgendwie beide einen anderen Ansatz, oder? Das sind unterschiedliche Fahrweisen, ne? Berlin-Leipzig, Koblenz-Trier. Nein, nein, ich kann nicht beschleunigen. Ich bin eine Rangierfahrt. Ja? Es tut mir leid, da kommt das Betriebliche voll durch. Ich bin eine Rangierfahrt. Richtig. Kannst beschleunigen. Ja, deswegen. Ja, Norman, jetzt wollen wir mal gucken, ob du da so bahntechnisch das alles korrekt umgesetzt hast in deiner Aufgabe. Wir testen jetzt deine Aufgabe hier auf Bahnkompatibilität. Bahnkompatibilität. Ja, wir sind ja bei der Aufgabe auch froh, dass irgendein Stromabnehmer gehoben ist. Also hinten sind auch entzündliche Waren im nächsten Waggon da. Eigentlich könntest du. Ja, nein, du musst den vordersten heben, weil du hier hinten. Genau, weil LKW das kaputt gehen kann. Auf, genau. Ja. Das, da hinten sind Sachen drauf, die können kaputt gehen vom Funken. Richtig so. Ja. Ist auch im Train Simulator eigentlich egal. Der wird sich nicht dafür lünchen. Das Polyester-Wachs da hinten drauf. Und da ein Funke raufkommt, kannst du ganze Ladung mitschmeißen. Ja, sind so eine LKW-Trailer drauf und die haben so eine Plane. Die können sich. Polyester. Das ist Polyester, Brandlöcher. Wenn da ein Gebrandlöcher draufkommt, dann. Gebrandlöcher. Wollen wir auch nicht. Ja? Die Kunden von der Straße, die Kunden von der Straße müssen auch beachtet werden. Signal ist aber noch vorbei. Jetzt kommen wir auf 80. Ja, Berlin-Leipzig ist halt eine Fernverkehrsstrecke, genau. Koblenz-Trier ist jetzt auch Fernverkehranteile, aber nicht so wirklich. Da fährt kein Fernverkehr mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, früher war das der Fall. Wofür haben die den Tunnel neu gemacht? Drei ICs. Wofür haben sie den Tunnel neu gemacht? Um den Nahverkehr besser zu machen. Und Regionalexpress? Ja. Oder auch vielleicht, um eine Option zu haben. Ne? Luxemburg raus, noch weiter. Mein Gott. Ja. Kann man auch mal hinfahren nach Luxemburg. Mein Mittelrheintal haben sie irgendwie, kriegen sie es nicht hin. Die große Nord-Süd-Verbindung. Guck mal, aber schön. Was war denn die höchste Geschwindigkeit? Schon besser dazu? Norm, wie war die Höchstgeschwindigkeit denn? Weißt du was? Kannst du ja kurz im Chat schreiben. Das Szenario ist Lennart auch schon gefahren. Oh, Max 120. Da könnt ihr ja vergleichen. Ja, Lennart oder. Tiefer muss man drücken. Ja, kann man. Ich finde die 145 hat sich relativ gut hier. In echt ist noch ein bisschen wie umsonst Opel genannt. Schwachbrüstig. Aber er hängt ja auch nicht viel dran hier. Aber Bremsstellung ist relativ lang, ne? Bremsstellung gegen 120 ist eigentlich auch nicht so. Muss ich ja den Szenario-Hersteller mal. Die Kombination ist scheiße. Ne? Ja, also G 120 ist eigentlich nicht so vorgesehen. Ich hätte dann eher 100 oder so. Maximum. Oder 90. 100 maximum. Ja, dann Bremsstellung
P ist 120 realistischer. Lennart ist nur 100 gefahren, damit er nicht so lange stehen musste. Der Cheater. Der Cheater. Der ist bestimmt vorher schon mal gefahren, wusste dann, wie es aussieht und ist dann im Stream. So kommt's raus. AC sagt, die Wagen sind nur für 100 zu. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, das muss ich halt auch eigentlich. 100 ist okay. Bei G im Fach. Der ist auch ein Nerd, ne? Der AC ist ein absoluter Bahn. Der Norm schreibt aber G und 120 Stunden aber so super mysteriös. Ja. Das ist auch Originalfahrplan gestaltet. Also muss 120 fahren. Mittlere Zugrad kannst du ja 120 fahren. Wenn die Wagen das hergeben. Ja, wenn die Wagen das hergeben. Naja, Wagen. Ein Transimulator. Da geben die. Die kannst du hinten annehmen. Ja, also bloß weil da steht, dass der Wagen schon nur 100 muss. Bloß weil der 40 steht bei der Kurve, heißt das nicht, dass man auch 40 fahren muss. Ich hab nur mit 140. Also ich hab da im Transimulator schon Erfahrung gemacht. Also. Nee, die Anschriften sind richtig. Also vom letzten Wagen. Die stehen ja gleich oft genug. Der letzte Wagen hat schon 100 nur ausgesagt. Man sieht es ja an den Anschriften. Das sind bestimmte Wagen, die für 120 zu groß sind. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die für 120 zugelassen sind. Wir wollen es mal wissen, dass ja das für 120 sind. Wir alle wissen, dass die Wagen das haben können. Wenn es einer wissen muss, dann du drin. Ja, ich Thomas, erklär doch mal bitte die verschiedenen Bremsstellen. Mal G, P, R und dann R plus MG und so weiter. Also in der Höhe machen wir einfach nur G und P. Das heißt einfach nur, die Lösezeiten ändern sich vom Bremszylinder. Also G ist sehr langsam anlegen, langsam lösen. P ist schon ein bisschen schneller und R ist dann umso schneller. Und dann gibt's dann für Rapid. Was für Rapid? R plus MG, halt mit MG-Bremse. Sowas. Das kann man aber, wie gesagt, im Internet gibt es da zu. Und 232 Zuschauer. Aber das ist doch dafür gedacht, dass der letzte Wagen halt nicht zu langsam wird. Ja. Damit er nicht abgehängt wird, so ungefähr, ne? Oder wie das hat die untere diese untere Bremsstellung, dieses G, ne? Das unterste ist G und das heißt einfach nur, dass wirklich die Bremsen sehr langsam anlegen. Mhm. Und
auch sehr langsam lösen. Das heißt, dass der Zug einfach... Also, dass der Zug sehr schwer ist, ne? Nee, nee, das heißt nicht sehr schwer, sondern man will einfach vermeiden, dass der Zug gewisse Stauchungen erfährt und dass er dadurch überpuffert, die Wagen. Ja, genau. Gibt man in der Realität regelmäßig Füllstöße? Nee, Füllstöße macht man nicht. Was man macht, ist Angleichen. Störung. Zugbeeinflussung. Was man macht, ist Angleichen. Ja, damit, ja, okay. Ja, das macht man, aber nicht Füllstöße. Sehr schön, Podcast Ipes on Air. Die letzte Folge und die davor. Die zu dem Angleichen. Genau, die haben dann dieses Wärmegebremse, das war ganz gut. Ich habe da auch nicht so genau zugehört. Aber wenn man da genau zuhört, lernt man das auf jeden Fall. Der Cookie Keks hat einen Check geschrieben. Genau. G langsam wirken, P schnell wirken, R ist schnell und stark. Ja. Ja. Rapid. Ja. Das ist aber bizarr. Es gibt bestimmte Regeln, ab wann man P und G anwendet im Güterverkehrbereich. Dann geht es auch weiter im Reisezugverkehr, da muss ich halt einfach weiter passen. Da kenne ich mich nicht so aus, da müsste ich jetzt hier die Grundvorschriften rausholen und sagen, ach ja, das, das. Nee, das will wirklich keiner. Das ist ja wirklich, es gibt Regeln. Ja, ja, klar. Die muss man anwenden. Trainsensorator haben wir ja gesagt, Trainsensorator kann nur P, so ein bisschen kann nur P und kann nur R. Aber wir unterscheiden auch, wann stellt man die Lok in G zum Beispiel, der Wagenzug in P, wann stellt man das um. Dann sagt der Fahrplan auch aus, welche Bremsstellung man einstellen soll. Da rechnet sich dann auch die Höchstgeschwindigkeit aus, wie viel Bremsnutzen man reicht. Das ist gar nicht alles. Obwohl ich sagen, noch nicht den Zusammenhang zwischen Bremsnutzen und Bremsstellung verstanden habe. Aber gut, das müssen wir jetzt nicht klären. So gar nicht ablegen, weil das geht nämlich dann, glaube ich, ziemlich ab. Also. Das geht ab, denn. Ja. Komm, also, kriegst auch ein Zertifikat nachher von uns. Da bin ich auch erklärt, dass man halt jeden Zug dann auf mit diesem Bremshundertstel hat man dann irgendwie so einen Vergleichswert zwischen den Zügen. Ja. Die können dann halt, es gab da mal irgendwann so einen Einheitsbremszug. Daran wurden diese Werte festgemacht. Also pass auf, es ist eigentlich ganz einfach. 800. Wenn du 100 Bremsnutzel hast, also dein Zug bremst 500 Tonnen und der Zug wiegt 500 Tonnen, hast du bremst 100 Bremsnutzel. Ja, ja. Weil du genau 100%. So viel bremst, genau, 100%. Ja, ja. Alles, was mehr ist, bringt mehr Prozent, das heißt, du kannst theoretisch schneller fahren. Also wenn die Bremsen besser sind, sage ich jetzt mal, von dem Zug. Ja, ja, was heißt das? Ja, nee, jetzt greift's rein. Wie schwer ist der Wagen? Ja. Wie schwer ist, oder was bremst der Wagen? Das ist hochkompliziert. Ja, ja. Also das ist hochkomplizierte Materie. Also das müssen wir jetzt nicht an diesem Abend klären. Genau, richtig. Aber also Bremshundertstel ist auf jeden Fall so ein Vergleichswert zwischen den Zügen. Und dann kann man sagen, daran kann man halt festmachen, wie schnell darf der Zug fahren. Theoretisch, ne? Theoretisch. Also man sagt, Bremshundertstel sei jetzt über 140 oder was? Oder es gibt da so eine Grenze und dann darf der 160 fahren? Genau. Wenn er irgendwie. Genau. Also wenn die Strecke. Anzahl Grenze genau. Ja, du musst halt. Also das greift ja auch die Strecke rein. Also wenn du jetzt angenommen, du hast jetzt eine Strecke, wo die Signalabstände 2000 Meter sind. Nee, die Strecke gibt vor, du brauchst. Die Strecke gibt vor, 100, Bremshundertstel. 150 Bremshundertstel und wenn du über den 150 Bremshundertstel hast, darfst du auf einer bestimmten Geschwindigkeit fahren. Je nach, genau. Wenn du das nicht erreichst, musst du langsam fahren. Genau, musst du halt langsamer fahren, damit du die Abstände... Okay, das ist zu laut. Mein Vornamen ist okay, wie gesagt. Kannst du hier auch mehr nachschauen. Da den roten Balken. Ja. Ja, das ist halt, ne? Komplizierte Materie auf jeden Fall. Also ich hab's bis jetzt noch nicht ganz durch. Ich bin auch nicht. Ist relativ einfach, aber wie gesagt. Ja. Aber es ist auch nicht so einfach in drei Sätzen zu erklären, glaube ich. Ne? Das ist halt. Es ist nie. Bahn nie. Erklär Bahn in drei Sätzen, dann hast du den Nobelpreis für Frieden gewonnen oder so. Ja.
verdient man als Lokführer unterschiedlich. Das ist je nach Unternehmen unterschiedlich, was du machen möchtest. Von 2,5 bis 4,5. Meine Schätzung. Ich habe extra 2 Liter besorgt, ne? Das geht gar nicht. Witzi? Was denn? Du trinkst die noch aus, oder was? Hat die mal. Kommt dann noch was zu tun. Danke. Du fährst schön. Was? Du fährst schön. Kurz und drauf, was war eure längste Zufahrt? Ja? Was war eure längste Zufahrt denn mal gewesen? In echt? Ja. Ich glaube entweder von Weimar nach Danzig oder von Münster nach Prag. Meine von Köln nach Herisau. Herisau. In der Schweiz. In der Schweiz. In der Schwitz. Ganz toller Ort. Spitze. In der Schwitz. Aber es muss auch nicht. Genau. Können wir posten jetzt? Willst du? Nee, ich kann mal nicht. Komm hier, pfeife. Ich glaube, das gibt eine Zwangsübung, ne? Wäre mal schön, bis dann. Ja. Zugbeeinflussung. Sagt er ja. Immer rot. Das riecht aber nach vorne. Was ist denn hier? Enorm wieder hier. Ich werde langsam alt, ich muss dann immer so rangehen. Ne? Deine Brille liegt da vorne. Ja, aber ja, bringt da auch nichts. Muss ich also. Das ist frei geworden. Das ist so typisch, ey. Stehst du da? Ja. Ich würde ja auch vor dem Signal dann mit voll durchgezogenen Bremsen stehen, dann stehst du da erstmal 5 Minuten nur, um die Bremsen zu lösen. Deswegen mach ich ja nicht. Deswegen mach ich ja eine Zusatzbremsung. Ja. Also musst du schon aufpassen. Oh. Ich dachte, wir haben mal Zeit nach dem Wagen zu gucken, nach der Anschrift. Ja. Ist halt irgendwo am Ort. Ah, darfst du nicht machen. Bitterfeld. Ich glaube, da darfst du nicht nach den Anschriften gucken. Sonst musst du den Zug direkt stilllegen, oder was? Nee, das nicht, aber wäre mal interessant, was die Wagen so bremsen. Da kann man ja auch ein bisschen was erzählen mit den. Ach so, mit den Bremsummerzellen und woraus sich das errechnet, Bremszettel, bla 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 und so. Ne? Macht ja vor Abfahrt des Zuges, macht man eine Wagenliste. Zugbeeinflussung. Ja gut, aber die Bremsgewichte an den Wagen haben ja nicht direkt was, haben schon was mit dem Bremshundert zu tun, ja, aber doch, klar. Ja, das ist so was? Eine komische Sache irgendwie. Was? Ja, das ist eine komische Sache. Weil das hat nämlich mit diesem idealen Bremszug zu tun irgendwie, ne? Was für ein idealen Bremszug? Mit diesem Einheitsbremszug von 1889. Zwangsbremsung. Ah. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung.
Das ist gut. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Wie saufziehen. Zwangsbremsung. Hey, das macht nichts mehr. Zwangsbremsung. Passwort eingeben, sagt Zwangsbremsung. Das ist richtig so. Mm-mm. Zwangsbremsung. Was ist denn mit Eierlikör? Mm-mm. Gibt's kein Eierlikör mehr. Zwangsbremsung. Doch. Haben wir noch. Zwangsbremsung. Immer keinen mehr. Zwangsbremsung. Ah, Mensch, ey. Eierlikör, ey. Alter. Ich mache hier meine Pflichtzwangsbremse und du sagst, ich hab keinen Bock mehr. Ja, ist aufziege, ey. Bevor du einpennst, ey. Echt, ey. Stimmt echt nicht mit dir. Der Thorsten, der kriegt auch noch eine hier. Ach, ich führe. Ich hab mir nichts vorzuwerfen, ich führe. Ich weiß, dass das Wechselblicken war. Ich brauche das nicht zu erklären. Schreib einen Comment. Oh, oh. Tausender Wechselblinken. Wir wollten ihn alle machen. Darum ging's. Reicht er noch? Ja. Er müsste jetzt. Ich will ihn nicht umsonst gekriegt haben hier. Bevor er mir hier wegpennt, ey. Ach Quatsch. Pennt hier keiner weg. Hier pennt keiner weg. Du bleibst doch wach. Ich bin hell. Witz vom. Hell. Wach. Jetzt ist er alle, ne? Ja. Ja, so gut. Alles Willst klar. Sie? Danke. Ja. Nicht. Also. Was macht der Mann da? Nicht. Prost. Prost. Haben wir's? Ich mache ja keine Werbung, aber ich spüre meinen Eierlikör immer mit Effekt runter. Ist das lecker. Ach so. Guti. Den verpochten Eierlikör. Oh, den verbochten. Das ist doch holländisch für verboten. Mit ne? Effekt runter. Verboten ist doch hier holländisch für verboten. Verpochten Eierlikör. Die könnten eigentlich auch mal eine Flasche. Nein. Kiste. Wann geht's weiter? Jetzt. Wann geht's weiter? Jetzt. Da bewegt sich nix. Ach komm, mal komm hier. Die Leistung nee. Mal komm. Bewegt sich nix, nee. Jetzt kommst du doch. Jetzt. Langsam. Geht auf null runter. Jetzt geht hoch. Jetzt geht hoch. Ja. Wir haben positive Beschleunigungsmomente. Schön. Ja, ich weiß ja, warum die Zwangsbremsung da war. Habe ich für mich selbst geklärt. FDL, nein. Ja, FDL nicht angerufen. Der Thomas hat gerade den FDL angerufen. Ich habe es selber gehört. Ich habe es gehört. Genau. Und das haben wir in der Zeit gemacht, wo wir ja geprostet haben. Ja. Prost ist die Verständigung mit Fahrzeug. Natürlich, nach jeder Zwangsbremse wird der FDL angerufen. Natürlich, das ist selbstverständlich. So. Soll ich erklären, warum ich es gemacht habe? Oder warum wir die Zwangsbremse gekriegt haben? Ja. Ja. Wegen Wechselblinken. Ich habe mich mit Absicht nicht, also wieso? Ich habe mich nicht befreit. Waren wir vorher. Warum? Wolltest du warum waren wir ins Wechselblinken? Ich wollte noch einen trinken. Ja. Hör auf! Ich wollte ihn alle machen. Nee, das nee. Alle. Ja. Du hast versagt, Junge. Das unehrenhaft. Wegen 5, 1, 2. Das ist eine schöne Zahl. Hauptsache, die PZB hat sich runtergewälzt. Das ist doch cool. Nee, wieso war das denn jetzt wirklich? Oder Wechselblinken. Willst du das nicht? Vorm. Also, du hast vor einem Signal. Nein, wir hatten ja auf. Wir sind auf Halt gefahren. Ja. Ne, 500er, Wechselblinken, weil wir standen. Ah, ja. Signal ist frei geworden. Mhm. Und dann 25. Nee, über 45 gekommen und paff. Ah ja, okay. Also nicht 25, sondern 45 nachher noch. Die 45 ist ja die Restative. Der 500er war schon aus. Nee, Restativ wäre 25 bis zum Signal sozusagen. In der Regel sagt man. Es kann aber auch sein, dass es mal 100 Meter weitergeht. Ah ja, das war nämlich auf Hagen Siegen. So. Ja. Weil die PZB weiß nämlich nicht, wo die Signale stehen, ne? Die sagt dann einfach, ja, nee, ich mache jetzt. Also angenommen, wenn jetzt die LZB drin gehabt, dann wäre das jetzt nicht passiert. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Gut. Also ist schon mal gut, dass du auch eine Zwangsbremsung. Wir können das auch direkt erklären, das ist super.
Nein, die muss ja sein, ne? Sonst wäre es ja langweilig. Ja. Wenn der, der sitzt da einer, ey, der hat Ahnung und der kriegt da gar keine, das ist ja langweilig. Also wir sollen Likör alle machen, so den Hype, den halben Rest darauf stehen lassen. Fall. So, Beschleunigung mal wieder. Weiter geht's. Welchen Sinn hat der Chat? Ihr könnt euch ja halt austauschen über den Chat, ne? Das machen sie ja gerade. Erzählt sich, wie man in die Mongolei reist mit dem Zug. Wenn man ab Berlin fährt, braucht man auch ein Visum für Weißrussland. Ja, musst du durch, ne? Ja, verstehe ich nicht. Musst du durchfahren? Ja, verstehe ich nicht. Du bist ja in Weißrussland gemeint. Ja, wohin denn? Also, ja, durch. Mongolei. Gab es da noch mehr? Transit. Ich bin von Anfang an dabei. Ich auch. Jede verdammte Sendung. Nach Mongolei? Jede verdammte Sendung gucke ich hier. Von Anfang bis Ende. Thomas ist auch die ganze Zeit dabei? Ich glaube, das heißt heute. Ich glaube, das heißt auf Mongolei. Ja, Dirtfire ist auch seit 3 Jahren dabei. Boah, seit 3 Jahren. Geil. Stimmt doch, Thomas, du kennst alle DS100-Abkürzungen. Nee, alle nicht. Kann man gar nicht. Viele ja, aber nicht alle. Kein Stream verpasst hat das Deathfire 41. Auch noch nicht zu Ende geguckt. Ich bin Mitleser, aber ich glaube nicht, dass ich still bin. Was tötet, Mensch? Ah, das tötet, Leute! Oder hat er bei Fusi gezockt, wenn ich mitgekriegt, dass er fertig ist. Geht mir auch immer so. Stören. Pass auf. Oh, ich bin gefragt, wann ihr die meisten Zwangsen hattet. Müssen wir mal auf der Homepage gucken, auf der Zugwehrseite. Auf der Witz vom Hellseite gibt es da Zwangstabellen, da seht ihr das. Ist alles statistisch festgehalten. Ja. Das ist Service von uns für euch. Ja. Vom Witzi. Ja, du musst einfach bloß euren Adblocker ausmachen. Das waren die E-Bremse. Komma oder sind wir Kurier? Oder ist ja. Der Thomas fährt auch zu schnell. Heizer. Ich wollte warten, was die E-Bahn ist. Das, wenn das E-Bahn drankommt, bist du im Arsch. Ist das so? Wenn man 1 Kilometer zu schnell eigentlich. Nee, von heute die Zwangsen stehen da noch nicht. Ab drauf. Wann? Ab wann ist ja noch nicht zu Ende. Nee, ab wann wird das denn brenzlig? Sorry. Warte, ich hab grad TWD in unserem. Weil so 3 km drüber, sagt man bei uns. Also, weil das auch so eine Ungenauigkeit ist. Ja, es genau gibt immer eine kleine Abweichung. Ja. Fahr an die Lokführer, dann schieß mal los. Die sind doch jetzt im Werk. Boah, diese Kurven, die war ja so geil. Ja, Thomas fährt real eine 232. Den Russen. Der fährt nur Russen. Der kleine Sozialist. Nee, wie heißt das? Kommunist. Kommunist. Wann genau nutzt man die Lüfter? 1, 2, 3. Beim Russen. Macht die immer an. Beim Russen, Thomas. Ne, macht die automatisch. Also macht die an. Die ist auf Automatik und nach bestimmten Temperatur gehen die Lüfter an.
Und wenn die jetzt, man sieht, dass die Temperatur zu hoch werden sollte und die nicht automatisch anspringen, nutzt man, fährt man selber. Man kann die manuell einschalten und kann dann 1, 2, 3 angehen. Warum lässt man da nicht alle drei gleich laufen? Weil die Lok zu stark sonst runterkühlen würde. Okay. Also es macht die kühlt so extrem runter, dass die, wie sagt man, auskühlen würde. Naja, nicht gerade das, aber... Aber dass die Zylinder nicht auf Betriebstemperatur kommen. Nee, na 60 Grad. Man hat eine Betriebstemperatur von 60 Grad in der Regel, sagt man so. 60 bis 80 und da sollte das drin. Ah, die soll dann keinen Kondensat ansetzen oder so, ne? Kondensat ansetzen. Ja, keine Ahnung, wenn die zu stark runterkühlt, dann würde es irgendwie... Nee. Also du hast... Kondensat ansetzen und dann springt er über, oder? Schöne Brücke. was ich sagen wollte, was mir gerade so auffällt. Nee, Streckenkenntnis. Wir hatten ja vorher, stand der Szenarioersteller, ich habe nicht darauf geachtet, aber der Fahrensetter Wittenberg hat er doch gesagt, ne? Hat er das gesagt? Was hat er gesagt? Ja, wir sind doch jetzt, das ist Wittenberg durchgefahren. Und der kann doch da auch sitzen. Zwangsbremsung. Was ist das denn jetzt? Zwangsbremsung. Das ist Absicht wieder, ne? Nee, das war jetzt keine Absicht. Ich habe jetzt hier hingeguckt. Hier ist ehrliche. Hier Zwangsencounter anfangen. Zwangsbremsung. Rob. Zwangsbremsung. Hallo. Zwangsbremsung. Zwangsencounter, warte. Wieso? Das wird eine, das wird nicht mehr besser. Zwangsbremsung. 80. Traust befreien zählt nicht. 60 sind da. Ah, alles klar. Zwangsbremsung. Der FD Wittenberg normal. Jetzt kommt der FD Wittenberg normal. Gut, dass du anrufst. Ich muss dir auch was sagen. Ja, das ist genau, ne? Quatschen, nicht hingucken. Jetzt ist los. Zwangsbremsung. Ach, alles gut. Zugbeeinflussung. 60-Ankündigung, nicht hingeschaut. Aber ich dich genau in dem Moment angeguckt habe. Ah, hast einen Hopp eingeholt, cool. Ja. Hopp, du fährst wie ein Lokführer, Hopp. Hopp, sehr gut. Zwei Zwangsen. Zwei aber keine Likör mehr. Wer die eine V? War Absicht. Wer ist V? Wer ist V? Ja, V. Rate mal. Wer ist V? Rate mal. Ja, kenne ich. Ich hab's kurz gelesen, das war das Problem, egal. Geht's bei dir da weiter noch, oder? Den muss ich nochmal auslösen. Dom G. So Lösezeiten beachten, nennt man das. Muss ja erstmal lösen jetzt. Ja. Das dauert. Das ist ein G, ne? Da hast du Zeit. Es hat kurz nicht mehr, Klo nicht mehr konzentriert. Die gemütliche Gesprächsrunde jetzt hier. Ne? Also. Ja, das wollen wir auch. Richtig. Wir wollen dich ja ablenken. Ist da auch erst kurz nach zwei. Wir wollen ja eigentlich nur darstellen, wie schlimm das ist, wenn man abgelenkt ist. Darum sind Lokführer immer alleine. Ja, normalerweise ist ja so, normalerweise würden wir ja die... Danke für die Spende. Danke für die Spende. Vielen Dank. Du hast ja als Lokführer normalerweise rufst du die Signale dir ja zu und sagst jetzt, hier, pass auf, wachsam, ne? Um den ganzen Vorzug. Vielen Dank für die Spende. Train Lovatier. Kennst du den Andreas Drache? Nennt keinen Namen, oder? Wieso? Es steht im Chat und wird eingeblendet, Alter. Kann ich hinterlesen. Kannst ja muss ich bei Erwin 1969 beschweren. Du kannst einfach sagen, vielleicht. Wer kennt ihn nicht? Ja, kenne ich. Das ist legendär. Der ist doch rückwärts bei Rot drüber gefahren. Nee, der Thomas macht das sehr gut. Und der muss Montag auf jeden Fall nicht beim Chef vorbeikommen. Nee, ich brauch gar nicht mehr vorbeikommen. Ich brauch gar nicht mehr. Der vermittelt der Translator Community auf jeden Fall mal ein bisschen Sachverstand, sag ich mal. Ja. Wie gesagt, die Zwangsbremsung habe ich
nehme ich auf die Kappe. Ja, auf, ich habe nicht hingeguckt, ganz ehrlich, habe ich nicht hingeguckt. Die Laberei dann auch, ja, das kann ich schon gut. Ach, die Reichsbahn 120er hat er betreut. Alles klar. Ja, ja, genau, richtig, die Bombe. Mhm. Zugbeeinflussung. Aber die würde ich ja immer gerne mal ohne Schalldämpfer nochmal hören wollen. Ja, das glaube ich. Die ersten Dinger. Wahrscheinlich nicht mehr so. Nee, nicht mehr so angesagt, ne? Ja. Ach, schade. Ich weiß nicht, ob ich die früher mal ohne Schalldämpfer gehört habe. In meiner Kindheit, das kann sein. Aber da habe ich immer die 132 immer beim Anfahren, hammergeil, jedes Mal gehört. Wenn du in der Nähe einen Haltepunkt hast. Ja. Störung. Und nicht elektrifizierte Strecke. Und das ist früher im Osten super. Das sind Personenverkehr mit der 132er gefahren. Wann kommt denn unser neuer Livestream? Was? Machen noch einen? Hm? Du hast gesagt, es geht nur 3 Jahre. Ich hab gesagt, du hast gesagt, nach 3 Jahren kannst du aufhören, bitte. Ich habe gesagt, bis 2037 machen wir jedes Jahr 4 Livestreams. Ja, stimmt. SIFA. Aber du hast jetzt kommst du. Du hast ja eine unterschriebene Kopie von mir noch nicht zurück. Ja, hab ich alles vorliegen? Weiß ich auch nicht genau. Die LEG-Wurm haben wir abgegeben. Die fahren wir nicht mehr. Die sind weg. Aber die sind nicht verschrottet. Manche fährt die noch einer so? Ich weiß es gar nicht, wo die alle hin sind. Was ist das denn? Passen. Die Wumme? Ja. Eine 120er. Also ja, Norm, den. Boah, die geilen. Die geilen Dinger habt ihr weggegeben. Boah, ihr seid voll krass. Ja, März kann man sich schon mal vormerken für den nächsten Livestream. März ist ein gutes Datum. März. März. So, was hat der Fallenset jetzt eigentlich gesagt? Wir haben ja die ganze Zeit gelauert, bla bla bla. Läuft. Weiß nicht. Du musst, ihr könnt die Lok bei Google eingeben, dann könnt ihr sehen, wo der Verbleib so von den Maschinen ist. Im Train Simulator gibt's die noch. Ja. Ich habe eine immer noch im Beta. Stall stehen. Ist immer noch Beta. Ich habe auch noch eine im Lokschuppen. Okay, anhalten. Ja, machen wir. Die ist richtig geil. Also 120, geil. Ja, geil. Also Diesel Sound, alter Schwede. 132 ist geiler. Nee. 132 ist geiler. Glaube ich nicht. Was sind eigentlich, sag mal, das sind doch, was sind da noch für Maschinen drauf? Gibt's die 240er noch? Oder bist du mal eine 240er gefahren? Nee. Aber das war auch die 232er hier mit nochmal extra PS. Eine ganz andere Maschine. 241. Ja, oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel PS die hat. Ich glaube, die hat irgendwie. Mehr. Achso, Szenario abgeschossen. Ah. Schade. 2 Zwangsen? Eine, ne? 2. Ja, insgesamt, aber jetzt eben? Na, ich hab ja. Ach, die eine war ja die 60 km/h, ja. Wo wir jetzt hier. Bla bla bla, ich guck dich an in dem Moment, fahr am Vorsignal dran vorbei. Wärst du mal bei Susi geblieben? Wärst du mal bei Susi geblieben? Sag's noch. Sag's noch, fahr Susi. Unglaublich, Witzi. Unglaublich. Ja. Rob, du bist. Ja. Pause, ne? Minimetro, ne? Ja. Minimetro. Nee, fahren wir ein bisschen Pause und dann wechseln wir. Ein bisschen Pause. Und dann bis gleich. Bis gleich.